Triggerwarnung. In diesem Dummgefragt-Video erzählen Menschen von ihren Rassismus-Erfahrungen. Merhabalar. Benim ismim Dilek. Bu formatta üyeyim. Dummgefragt'a hoş geldiniz. Eins Live Dummgefragt'a hoş geldiniz. İnşallah helalisiniz. Wie stehst du zu dem Begriff Deutsch-Türkin? Ich sehe mich zwar mehr als Türke, aber trotzdem nicht als hundertprozentiger Türke. Also Deutsch-Türke beschreibt das schon sehr gut. Wir sind hier groß geworden. Das ist so, dass wir hier die Kultur größtenteils mitgenommen haben. Ich habe keinen Identitätskonflikt. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo meine Wurzeln sind. Ja. Ich weiß, wo ich groß geworden bin. So, und ich glaube, ich habe mir aus beidem das rausgepickt, was für mich einfach wichtig war oder ist. In der Türkei sind wir die Ausländer, die Deutschen, und hier sind wir die Türken. Wenn du dann halt gefragt wirst, so, ja, was bist du denn? Ja. Wo kommst du denn her? Ich sage, ich komme aus der Türkei oder türkisch mit kurdischen Wurzeln. Da ich hier geboren bin und auch in den Kindergarten und in die Schule gegangen bin und auch von der deutschen Kultur viel abbekommen habe, auf jeden Fall beides. Ich finde mich zwischen diesen beiden Seiten, zwischen diesen beiden Parteien sehr zufrieden und sehr wohl. Deshalb würde ich sagen, ich bin beides. Das sind ja auch immer die anderen Leute, die mal fragen und wissen wollen, so, was bist du denn jetzt und so. Und genau, frag mich mal, warum ist denn das so wichtig? Baklava und Döner, beste. Früher habe ich sehr viel Döner gegessen, also 2-3 Stück auch am Tag. Aber mittlerweile bin ich ja überzeugter Veganer seit 2 Jahren. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen ganzen Döner gegessen. Döner ja, Baklava ist mir irgendwie zu süß. Ich weiß, ich habe jetzt komplett eingekackt. Baklava ist schon ziemlich geil. Baklava auf jeden Fall, das muss alles irgendwo herkommen hier, ne? Baklava aus der Türkei ist echt der Beste. Baklava feiern einfach so viele, weil es ist wirklich so eine Geschmacksexplosion im Mund. Dass alle Menschen in der Türkei irgendwie Döner essen würden, das ist voll das Gerücht. Das wurde ja auch hier in Deutschland erst so gesehen halt erfunden. Also es kommt ja gar nicht aus der Türkei, genau. Tatsächlich. Beides ist super, aber es gibt noch viele weitere Leckereien aus der türkischen Küche. Bist du Moslem? Von mir aus ein Ja. Also ich bin konfessionslos. Ich bin Moslem, das ist richtig. Ich komme aus einer muslimischen Familie, ich sag's mal so. Wenn man an die Türkei denkt, dann denken viele immer so, es gibt so den Islam. Das Fasten und Beten und so, das ist halt dieses Standard. Also das ist schon so das Mindeste, was man, glaube ich, machen sollte. Das ist eine persönliche Sache und jeder sollte das respektieren, wie der andere denkt. Für die einen ist es ein Muss wegen der Religion, aber die anderen sehen es einfach nicht so streng. Ich würde mich nicht als Muslimin bezeichnen, ich bin Alevitin. Ich bin auch Alevitin. Das Alevitentum ist eine eigenständige Glaubensgemeinschaft. Es ist die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in der Türkei und gleichzeitig eine verfolgte Minderheit, die Sunniten und Aleviten. Und es gibt Aleviten, die bezeichnen sich als Türken und es gibt welche, die bezeichnen sich als Kurden. Also es ist nicht klar definiert, das definiert jeder für sich selbst. Wann und wo ist dir schon mal Rassismus begegnet? Was ist denn das für ein Name am Telefon bei der Wohnungssuche? Ist das ein deutscher Name? So solche Sachen. Und ich muss sagen, ja, ist deutsch, deutsch. Ja, aber du siehst gar nicht türkisch aus. Oder du siehst gar nicht kurdisch aus, als wäre das jetzt voll das Kompliment. Mit all diesen Dingen wird dir eigentlich nur gesagt, du bist anders. Ich hatte ein Praktikum gemacht im Krankenhaus als Pfleger. Und da hat eine Patientin nach Hilfe gerufen. Und als ich dann zu ihr gegangen bin, um zu helfen in das Zimmer, hat sie mich dann rausgeschickt und zur Schwester gesagt, ja, was sucht denn dieser Gorilla hier drin? Wenn ich das jetzt bei meinem Freund sehe oder bei meinem Bruder oder so, sehe ich auf jeden Fall, dass sie noch mal auf einer anderen Ebene als Mann auch noch mal davon betroffen sind. Es ist manchmal, es ist obviously und manchmal ist es eher so unterschwellig. Und ich merke das auch an der Art und Weise, wie Menschen mit einem sprechen auch. Mhm. Wenn die auch manchmal so von oben herab auf einmal mit einem reden. Und dann merken die aber, dass du auch so reden kannst. Und dann hören die auf damit. Früher war es mal so, die Sprachbarriere war da, da konnte man nichts sagen, aber sonst eigentlich sehr selten, also zum Glück sehr selten. Das Traurige an der ganzen Sache ist aber, dass die meisten überhaupt gar nicht wissen, woher kommt das denn? Weshalb sind wir überhaupt hier? Und wenn wir zurückgehen in die 70er Jahre und zu der Gastarbeiterpolitik und uns das mal anschauen, wie traurig das Ganze eigentlich ist, ja? Wenn es Stress gibt, kommen eure 50 Brüder und Cousins. Ich habe zwar keine 50 Brüder und 50 Cousins, aber wenn es Stress gibt, kommen auch die, die man hat. Ich habe 2 ältere Brüder. Der eine ist Kfz-Sachverständigen und Meister, also der könnte höchstens ein Gutachten andrehen und der andere ist ein Student. Der musste da gar nicht viel sagen oder so, aber das war mal schon so, hey, hey, Vorsicht, sie hat einen Bruder und so. Ja, okay, okay. Aber ich fand das immer ganz cool. Der Zusammenhalt ist schon sehr stark, das stimmt. Aber auch mit der Anzahl, das ist nicht mehr so wie früher. Früher? Wenn ich unsere Großeltern oder unsere Eltern uns ansehe, dann die haben viel mehr Cousinen und Brüder als wir. Ich habe auch nur einen Bruder.
Und meine Mutter hat 6 Geschwister. Bei mir genauso, ja. 1:1. Ja. Also wir sind gar nicht gewaltbereit, wir sind eine sehr pazifistische Familie. Also wir reden lieber, das reicht uns auch. Das war's. Okay. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Bye bye. Hadi tschüss.